Also mein Name ist Heiko Stölzner, ich bin hier der stellvertretende Forstbetriebsleiter in Nürnberg und wir sind hier zuständig für den ganzen Nürnberger Reichswald. Wir stehen jetzt momentan im Lorenzer Reichswald und finden uns in einem Hochkäfernest, das wir aufgrund der enormen Dürre aus dem Jahr 2018 hatten und der Hochkäfer natürlich dann als Schädling nachgekommen ist und hier für dieses große Nest gesorgt hat. Und wir sind jetzt momentan dabei, diese Fläche wieder in Bestockung zu bringen und mit klimastabilen Baumarten zu bepflanzen. Wir pflanzen hier auf der Fläche Eiche, kommt hier raus, wir pflanzen Bergahorn rein. Wir haben in den dunkleren Bereichen auch schon Buche gepflanzt und bauen natürlich auch die Naturführung hier mit ein, die schon da ist. Wir sorgen dafür, dass wir dieses Loch möglichst schnell wieder in Bestockung bringen, um natürlich auch wieder hier neuen Wald, klimastabilen Wald stehen zu lassen.